Herzlich willkommen zur Flow Summit 2021, dem Online-Kongress für dein persönliches Wachstum. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Also Gerald Hüther heiße ich und Hirnforscher bin ich und insofern ein besonderer Hirnforscher, als ich lange genug im Hirn rumgewühlt habe, um dann irgendwann zu erkennen, dass dadurch, dass man im Hirn rumwühlt und alle Einzelheiten über das Hirn weiß, immer noch nicht versteht, wie das Hirn funktioniert. Und deshalb interessieren mich auch zunehmend die Teile, die am Hirn mit dranhängen. Also das wäre dann der eigene Körper. Das ist schon mal gut, wenn man den immer mitdenkt, wenn man an das denkt, was im Hirn so vor sich geht. Und ja, dann sind wir soziale Wesen, das heißt eingebettet in Gemeinschaften. Und das ist nicht so gut vorstellbar, dass man als Einzelner sein Hirn benutzen kann, ohne dann von den anderen zu lernen oder mit den anderen Problemen zu haben. Also jedenfalls in irgendeiner Art und Weise mit den anderen zusammenzuhängen. Ja, und eine der schönsten Erfahrungen, die man so im Leben machen kann, darum geht es ja auf diesem Summit, ist dieser Flow-Zustand. Wird viel drüber geredet und ich habe im Deutschen so ein Wort gesucht, um das einfach ein bisschen auch so für unsere Sprache fassbarer zu machen. Und das Schönste, was ich gefunden habe, heißt Hingabe. Hingabe, also wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin und so in diesem Tun versinke und mich so verbinde mit meinem Tun, dass ich fast nicht mehr höre, was um mich herum los ist, dann bin ich in diesem Flow-Zustand. Und diese Art von Hingabe erlebt man nicht so oft. Also wo ich sie manchmal sehe, das sind Kinder. Die können sich offenbar unglaublich dem hingeben, womit sie gerade beschäftigt sind. Und nicht so sehr bei den Hausaufgaben, aber wenn die spielen. Also spielende Kinder kommen ganz leicht in diesen Flow-Zustand, wo die ganze Welt vergessen und ganz in diesem Spiel sind. Und da muss man schon fragen, wer holt die da raus und warum geht das nicht immer? Und die Antwort heißt, das muss was mit Angst zu tun haben. Weil es gibt so ein Grundmerkmal, was ich auch gerne den Eltern immer sage, wenn ihr Kind aufhört, frei und unbekümmert zu spielen, dann geht's ihm nicht gut. Dann hat es irgendein Problem, belastet das Kind irgendetwas und das muss dann erstmal gelöst werden. Erst dann, wenn das Kind wieder frei und unbekümmert ist, kann es auch frei und unbekümmert spielen und dann kann es in diesen Zustand der Hingabe kommen. Und wenn man jetzt der Frage nachgeht, was in diesem Flow-Zustand im Hirn passiert, na, das ist ja eine spannende Frage, was ist da los da oben? Manche sagen dann, da kommt alles da oben in Resonanz, das kann man so ausdrücken. Ich habe so ein anderes Wort dafür, was mir aus verschiedenen Gründen besser gefällt, das heißt Kohärenz. Also das ist ein Gefühl, dass plötzlich alles sich zusammenfügt und dass das alles zusammenpasst, dass das auf einmal wie eine Einheit wird, wo man gar nicht mehr sich als getrennt von seinem eigenen Tun und damit auch als getrennt von der Welt betrachtet, sondern wo das alles auf einmal zu so einer Einheit wird. Tolles Erleben beschreiben manche Leute aus der Meditation und aus solchen Verschmelzungserfahrungen, die es erst bisweilen geben soll. Das Kind kann das offenbar, diesen Zustand erreichen, indem es so ganz eins wird mit dem eigenen Tun und damit auch förmlich mit der Welt. Kohärenz. Kohärenz heißt eigentlich nichts weiter, als da passt im Hirn alles richtig gut zusammen. Das ist nebenbei gesagt der Zustand, wo das Hirn immer hin will, den es gerne erreichen will, weil das der Zustand, in dem alles da oben richtig gut zusammenpasst, ist auch der, in dem die Nervenzellen am wenigsten durcheinander feuern. Und dann wird auch im Hirn die wenigste Energie verbraucht. Und das wäre der Zustand, wo das Hirn sozusagen, ob wir das wollen oder nicht, auch von ganz allein alles dafür tut, dass da irgendwie die Verschaltungen und Vernetzungen da oben so organisiert werden, dass der zur Aufrechterhaltung der Struktur und der Funktion des Gehirns notwendige Energiegehalt so gering wie möglich bleibt. So, das hat sich nicht das Hirn ausgedacht, sondern das muss das Hirn so machen wie alle lebenden Systeme, weil das ergibt sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Boff, wunderbar. Und nebenbei habt ihr jetzt verstanden, warum es sowas gibt wie einen inneren Schweinehund, der uns immer wieder daran hindert, mal uns auch auf was einzulassen, was gefährlich sein könnte oder was unbequem sein könnte.
Und da kommt immer im Hirn gleich alles durcheinander, wenn man daran denkt, was man da jetzt unter Umständen anrichtet mit dem, was man tut, oder dass man jetzt irgendwas anfängt zu machen, was man gar nicht will. Und der Lieblingszustand des Hirns heißt Kohärenz. Das ist der, wo alles zusammenpasst. Und das ist auf der Couch mit der Freundin im Arm und den Fernseher an und irgend so einen Film, den man sich schon immer gerne angucken wollte, gemeinsam. So, da passt alles. Also denken, Probleme haben, Aufgaben lösen, Schwierigkeiten bewältigen, das ist nicht so die Lieblingsbeschäftigung vom Hirn, weil kostet zu viel Energie. Und deshalb lieben wir also immer wieder solche kohärenten Zustände und geraten da ja auch manchmal rein, ist richtig toll. Also zum Beispiel, wenn wir in so einen Zustand von Hingabe kommen, der sich eigentlich fast spielerisch entfaltet, auch bei Erwachsenen. Aber auch Erwachsene, wenn die jetzt eine Deadline haben, kommen nicht in diesen Flow. Und Erwachsene kommen auch nicht in so ein Flow-Erleben, wenn zu viel durcheinander in der Birne ist. Also zum Beispiel, wenn da irgendwas dauernd passiert, was ihnen Probleme bereitet, wo sie irgendwas machen müssen, was sie nicht wollen, oder am häufigsten, wenn sie Angst haben. Also Angst ist sozusagen der Flow-Killer par excellence. Das nebenbei gesagt ist auch das, was jeden Menschen, jedes kleine Kind aus dem Spiel treibt. Man kann nicht in Angst spielen. So, das heißt, eigentlich müssten wir uns, wenn wir wissen wollen, wie der Flow funktioniert, können wir auch sagen, der würde immer funktionieren, wenn man nicht immer zu Angst hätte. Und wovor hat man Angst? Angst hat man davor, dass es nicht so kommt, das Leben, wie man sich das wünscht. Man hat ja Bedürfnisse, man hat Erwartungen, man hat Vorstellungen und so soll es am besten sein und dann ist es immer anders. Und wenn das nicht so übereinstimmt, was da eintritt mit dem, was man erwartet, das ist hier vorne übrigens, nicht hinten in der Amygdala, wo die Angst entsteht, sondern ganz vorne im präfrontalen Kortex, also in diesem Frontallappen. Also wenn da etwas wahrgenommen wird, was nicht zu dem passt, was man gerade erwartet, kommt da zwangsläufig alles durcheinander. Also dann feuern die Nervenzellen durcheinander und versuchen sich neu zu ordnen. Und das braucht einen Haufen Energie. Das ist ein inkohärenter Zustand. Und wenn man da nicht schnell eine Lösung findet, dann breitet sich das aus im Hirn. Dann erreicht es auch die tieferen Bereiche. Und dann jetzt kommt die Amygdala dran, die wird jetzt auch noch mit erregt. Und dann greift das auf den ganzen Körper über, weil jetzt auch im Hirnstamm die Gebiete durcheinander kommen, die normalerweise für die Regulation der Körperfunktionen zuständig sind. Und dann spürt man, ja, ich nenne das immer gerne, den Würgegriff der Angst in sich. So wie es auf einmal gefährlich wird. Also da werden die Knie weich, Haare stehen zu Berge, Herz rast. Wenn man Pech hat, muss man auch noch aufs Klo. So, das ist dann Angst. Da ist aus mit der Hingabe und mit dem Flow erleben. Und deshalb wäre es dann gut, wenn man da wieder rauskommt. Das versucht ja dann auch jeder in so einer Situation. Also sucht man nach einer Lösung. In den meisten Fällen hilft es, wenn man das zurückgewinnt, was eigentlich verantwortlich dafür war, dass man in die Angst gekommen ist, nämlich das Vertrauen. Also man hat eine Vorstellung und dann vertraut man eigentlich darauf, dass das so wird. Und jetzt stellt man fest, ist nicht so geworden. Und dann geht eigentlich das Vertrauen ein bisschen beschädigt davon. Und deshalb ist das, was man zunächst erstmal versucht, um die Angst zu bewältigen und dann wieder in den Flow kommen zu können, wäre Rückgewinnung des verloren gegangenen Vertrauens. Und da gibt es für uns Menschen drei Vertrauensressourcen, auf die wir dann wieder aufbauen können und wo wir wieder rauskommen. Es ist ja fast so, dass plötzlich im Hirn so eine Reise beginnt vom Frontallappen, der am Anfang und normalerweise ja auch unser Verhalten bestimmt. Das heißt, in dem Frontallappen entwickeln wir unsere Ideen, was wir jetzt machen wollen. Da planen wir die Handlungen und dann schätzen wir die Folgen unserer Handlungen ein. Dort haben wir unsere Erwartungen. Und jetzt ist da alles durcheinander, da geht nichts mehr, da kann man kein handlungsleitendes Muster mehr rauskriegen aus diesem Durcheinander. Und wenn sich das Durcheinander dann weiter ausbreitet, dann, erstmal, wenn da aus dem Frontallappen nichts mehr rauskommt, dann übernimmt eine andere, ältere Region die Handlungsführung und Handlungsleitung, die kennt ihr dann auch alle. Das sind die alten Kindheitsmuster meistens oder die Gewohnheiten. Da macht man so, wie man es immer gemacht hat.
Und am festesten im Hirn verankert und am nicht so schnell durcheinander kommt deshalb das, was man schon als Kind immer probiert hat, wenn man in schwierigen Situationen war. Und dann versucht man das. Jeder hat da irgendwas anderes. Manche suchen dann Papa oder Mama, also irgendeine hilfreiche Person, von der sie sich Rettung erwarten. Manchmal führt man auch Handlungen aus, die einem wieder mit dieser Person und mit diesen frühen Kindheitserfahrungen verbinden. Also so einer bin ich zum Beispiel. Ich fange dann manchmal an, mein Büro aufzuräumen, also mein Zimmer mit den Büchern und den ganzen Ordnern. Und dann komme ich sozusagen innerlich wieder zur Ruhe. Dann geht die Angst erstmal ein bisschen weg. Aber das ist natürlich total bescheuert. Und in dem Moment, wo ich dann in so einem Kindheitsmuster herumirre, bin ich auch gar nicht in der Lage, mich selber zu fragen, was ich da tue, weil das frontal dann durcheinander ist. Das hinterher, wenn es vorbei ist, dann sage ich, was hast du denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Dann fängst du an, das Regal aufzuräumen, hättest du eigentlich das Problem mit deiner Frau lösen sollen. So, also, und das Problem, wenn das Problem aber fortbesteht und man auch mit den Kindheitsmustern nicht erfolgreich wieder rauskommt, dann geht's im Fahrstuhl sozusagen im Hirn bergab bis in den Hirnstamm. Das ist dann oftmals die einzige Funktion, also die einzige Region, die noch funktioniert. Die funktioniert immer. Die haben auch schon die Krokodile, die lässt sich überhaupt nicht so schnell durcheinander bringen. Und da kommen drei archaische Verhaltensmuster raus. Das erste, Angriff. Versucht man los. Geht meistens nicht so gut. Also wenn Angriff nicht geht, Flucht ist die zweite archaische Lösung der Angst. Und wenn beide nicht gehen, dann heißt das letzte Rezept dann ohnmächtige Erstarrung. Das macht man nicht bewusst, das kommt dann einfach, weil oben alles durcheinander ist, reagiert der Hirnstamm und übernimmt die Führung und dann reagiert man auch selber fast wie ein Krokodil. Angreifen, abhauen oder ohnmächtig da sitzen und nicht mehr wissen, was man tun soll. Toll. Da fühlt sich kein Mensch wohl. Da kommen dann noch die ganzen Stresshormone, also der ganze Körper kommt in so einen Zustand, wo man eigentlich jetzt maximal angreifen müsste und oder abhauen müsste und das wird alles mobilisiert, merkt man ja, das sympathische Nervensystem pumpt da richtig Adrenalin raus und dann merkt man, Angriff geht nicht, Flucht geht nicht und dann sitzt man dann da ohnmächtig erstarrt mit innerlich dieser Pumpe. Puh, das ist furchtbar, also da weiß man gar nicht mehr, was man mit sich selber anfangen soll, irgendwie wird man da auch, wenn das länger anhält, krank, da geht irgendwas kaputt im Körper. An dieser Art von Feuerwehr, die da plötzlich in Gang gesetzt wird. Und deshalb gibt's dann noch so ein Bremssystem für diese Feuerwehr. Das ist dann das Cortisol. Das wird so mit 10 Minuten Verzögerung dann aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet. Und das bremst sozusagen diese akuten, schnellen Reaktionen alle ab, die so ein bisschen zum Überschießen neigen. Also das kennen wir so, wenn so eine Feuerwehr, wenn die anrückt mit Löschgeräten und allem, die macht dann auch Schaden. Also da ist so eine Art Dämpfer da, dass die Feuerwehr nicht so viel Schaden macht. Und das macht das Cortisol. Nennen wir übrigens auch Stresshormon, obwohl das eigentlich eher hilft, dass der Stress nicht krank machen wird. Hat man übrigens auch diese Immunreaktion, wenn die so überschießen, da braucht man Cortisol drauf und dann bremst die weg. Wer Allergiker ist, der hat das ja vielleicht schon mal erlebt. Chronische Entzündungsprozesse, Cortisol bremst das weg. So, also das ist das Geschehen bei der Angst und da ahnt man schon kein guter Zustand. Wäre gut, wenn man da wieder rauskäme, geben wir uns auch alle redlich Mühe. Und das geht aber wahrscheinlich nur über diese drei Vertrauensressourcen. Ich vergleiche das immer mit so einem dreibeinigen Hocker. Da müssen alle drei Beine dran sein, sonst funktioniert das nicht. Wenn man so einen Hocker hat, wo nur ein Bein dran ist, da sitzt man nicht gut drauf und da kann man sich auch nicht so gut aufrecht halten. Das erste Bein heißt Zurückgewinnung des Vertrauens in die eigenen Kompetenzen. Ja, wunderbar. Ne? Setz mich dann hin und frag mich, was ich eigentlich schon oft genug einigermaßen gut hingekriegt habe, dass ich dabei doch auch eine ganze Menge an Fähigkeiten, an Wissen, an Können erworben habe. Und dann frage ich mich, ob ich nicht in dieser blöden Situation auf irgendwas zurückgreifen kann. Dann mache ich das und ist das Problem gelöst. Toll. Geht nur meistens nicht so ohne weiteres, weil viele Probleme, vor allen Dingen die, die uns besonders zu schaffen machen, kann man alleine nicht lösen. Das überschreitet sozusagen die eigenen Möglichkeiten. Deshalb toll, wenn man noch den zweiten
das zweite Bein am Hocker dann im Hirn anschalten kann. Das heißt dann Vertrauen, dass, wenn man es alleine nicht schafft, andere da sind, die einem helfen. Psychosocial Support nennen das die Amerikaner und die Engländer. Psychosocial Support, also dieses Vertrauen, dass man andere findet, die einem helfen und dass man es dann gemeinsam hinkriegt. Ja, toll, wenn man das hat, großartig. Aber eben immer nur erst zwei Beine am Hocker sitzt man immer noch nicht so stabil drauf. Und deshalb ist das dritte Bein so wichtig und gerade in der heutigen Zeit möglicherweise gerade das Bein, was den meisten so schwer zugänglich ist, das ist auch nicht so gut zu benennen. Also ich nenne das immer Vertrauen, dass es wieder gut wird. So. Also irgendwie so eine Art Gottvertrauen oder Weltvertrauen oder keine Ahnung. Also ein Vertrauen, dass wenn man selbst nicht mehr weiterkommt und wenn man auch mit anderen nicht mehr weiterkommt, es trotzdem noch nicht zu Ende ist. Schwierig. Also früher hat das dann die Kirche übernommen, uns dieses Vertrauen zu schenken, indem man dann gesagt hat, Gott hält die Hand schützend über dich. Ja, wunderbar. Wer das glauben kann, der hat eine große Vertrauensressource. Wer es nicht glaubt, dann ist es auch nicht so gut. Dann kann man hoffen, dass man kosmisch gut eingebunden ist. Oder dass einen das Leben trägt oder die Natur einen beschützt oder keine Ahnung. Also irgendwas müsste man haben, was so ein bisschen über die eigenen, nennen wir es mal, praktisch umsetzbaren Kompetenzen hinausgeht, was einem das Gefühl vermittelt, dass man in dieser Welt nicht verloren ist. Also hat auch was mit eigener Sinngebung und so zu tun. Also schön, wenn man das dritte Bein noch am Hocker hat und dann geht's sozusagen in dem Maße, wie man diese Vertrauensressourcen aktivieren kann, geht's im Fahrstuhl wieder hoch, kann man wieder klar denken. Und dann kann man auch sich wieder dem Spiel und dem, was man tut, hingeben, im Flow kommen. So, und jetzt ist das eigentlich schon mal ganz gut. Jetzt könnte man denken, das ist aber Mist, dass es die Angst gibt, weil die uns immer wieder aus allem rausreißt. Nee, mal ein bisschen nachdenken. Wir haben ja so ein Gehirn, mit dem wir nicht so fest programmiert sind. Wir müssen unterwegs immer erst rausfinden, wie das Leben geht. Das nennt man dann so Neuroplastizität. Also das ist schon irgendwie so, dass wir ständig auf der Suche sind, wie es funktioniert. Und manchmal denken wir hätten einen Weg gefunden, wie es so laufen kann und dann stellt man hoffentlich früh genug fest, dass man sich schon wieder verirrt hat. Also wir neigen dazu, uns auch mit unserem lernfähigen Gehirn zu verirren in der Welt. Also als Einzelne und leider, wie uns die Geschichte gelehrt hat, auch in ziemlich großen Gruppen. Also wenn wir uns diese Zeit im vorigen Jahrhundert, diesen Nationalsozialismus noch angucken, das war kollektiv in die Irre gelaufen. Ne? So, und da sind alle mit dabei, werden alle mit erfasst oder jedenfalls diejenigen, die nicht stark genug sind, die reißt damit weg. Also diese Gefahr, dass man sich da ständig verirrt, ist eigentlich ständig präsent. Und da ist die Angst gut, weil in dem Augenblick, wo man zu weit weg ist von dem, was man tatsächlich zum Leben braucht, da wo die lebendigen Bedürfnisse gestillt werden müssen, wenn man einen Weg beschreitet, der einen so zu weit von einem selbst und vom Leben entfernt, da wird das ja immer inkohärenter im Hirn und da kriegt man die Angst. Und dann hilft einem die Angst, also wenn man den Schuss vom Bug versteht und das als etwas versteht, was einem jetzt helfen will, wieder zurückzufinden in eine kohärentere Lebensgestaltung, dann hilft einem die Angst eben doch, danach zu suchen, was man braucht, damit man wieder zurückkommt in die Mitte, in seine eigene Mitte und damit wieder in die Spur. Also die Angst holt uns sozusagen von den Irrwegen zurück, in denen wir unweigerlich immer als Einzelne und manchmal sogar als ganze Gemeinschaften landen. Also ist die Angst unser Freund und wichtigster Begleiter. Und das wäre jetzt ziemlich bescheuert, wenn man die Angst loswerden wollte. Und da merkt ihr jetzt, dass das gar nicht darum geht, die Angst loszuwerden. Und jetzt wird plötzlich klar, was uns eigentlich viel stärker aus dem Flow wirft, das ist gar nicht die richtige Angst, dass etwas sozusagen uns konkret bedroht, sondern die meisten Ängste, die wir haben, die haben wir, weil wir uns was vorstellen, was uns bedrohen könnte. Also ist es noch gar nicht da. Also nur der Gedanke daran, dass es kommen könnte, löst ja dann dieselben
Reaktion im Körper aus. Also man hat dann dasselbe Gefühl von Würgegriff der Angst, aber nur, weil man es sich vorgestellt hat. Also konkret, wenn ich oben im Fels bin und dann merke, dass ich abrutsche und das Seil das nicht hält oder so, dann ist es berechtigt, Angst zu haben. Dann sollen die letzten Kräfte mobilisiert werden, damit ich mich vielleicht doch noch rette. Aber wenn ich unten am Berg stehe und mir vorstelle, da hochzuklettern und dann mir vorstelle, wie das wird, wenn ich da oben abrutsche und dann runterfalle, da gehe ich gar nicht erst hoch auf den Berg. Ja, und da habe ich Angst nicht vor dem konkreten Geschehen, sondern da ist es die Vorstellung, was passieren könnte, wenn ich es mache, die mir Angst macht. Und das ist das, was uns am stärksten beschäftigt. Nicht die konkrete Angst vor Geschehnissen, sondern die Vorstellung, dass etwas geschehen könnte, was uns bedroht. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Also manche stellen sich dieses vor, manche stellen sich jenes vor. Ja. Und das ist, deshalb ist das sehr subjektiv. Da kann keiner kommen und kann sagen, ist doch eine blöde Vorstellung, denk dir doch mal was anderes aus. Sondern wenn einer so eine Vorstellung hat und die ist so stark, dass er sich daran festhält und in Angst und Schrecken gerät, dann ist es eben so. Was man machen kann, man kann anderen Leuten helfen, diese Vorstellung, die sie haben, was sie ängstigt, nochmal zu checken. Also, ist denn das wirklich berechtigt? Guck doch mal, du bist ja noch gar nicht auf dem Felsen, da klettert doch erst mal 5 Meter hoch, bevor du dann anfängst, dir vorzustellen, dass du auf 50 Meter oben schon auf einem Plateau sitzt, wo du nicht mehr weiterkommst. So kann man Menschen helfen, so diese Vorstellung, was da alles so gefährlich sein könnte, zu überwinden. Also Kinder haben oft Angst vor Gewitter. Das ist auch berechtigt, aber oftmals haben sie deshalb Angst vor dem Gewitter, weil die Mama ihnen erzählt hat, was sie schon alles erlebt hat mit dem Gewitter und wie viele Leute da schon vom Blitz erschlagen worden sind. Das ist Mist. Ja, weil dass man Angst vor dem Gewitter hat, ist erstmal okay, weil dann schützt man sich. Aber wenn man jetzt die Vorstellung hat, dass man jetzt gleich vom Blitz getroffen wird, und dann kriegt man schon Panik und schreit rum, wenn es nur anfängt zu donnern. Und dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn einer kommt und nimmt das kleine Kind in den Arm und stellen sich ans Fenster und gucken sich das Gewitter an. Und dann kann das Kind sogar sehen, dass das schön ist, wie das blitzt. Und dann kann der Papa dem kleinen Kind, die Mama, dem kleinen Kind erklären, dass man einen Blitzableiter am Haus hat, dass hier in dieses Haus, solange das steht, noch nie ein Blitz eingeschlagen ist, dass man da safe ist, dass da nichts passieren kann. Und dann kann das Kind aus dieser Angst raus. So, das heißt, wir können einander helfen, angstmachende Vorstellungen so abzuschwächen, dass die nicht mehr unser ganzes Leben bestimmen. Und jetzt kommt die bittere Botschaft. Wir können uns aber auch gegenseitig angstmachende Vorstellungen einreden, können die verstärken. Und da sind wir an einem spannenden Punkt, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns sozusagen ständig gegenseitig Angst machen mit den Vorstellungen, die wir haben. Es gibt immer irgendwas, was einer will, und dann macht der anderen, damit er das erreicht, was er will, und die tun, was er will, macht er denen Angst. Angstmacher. Es ist jetzt nicht nur der Herrscher, der den Unterdrückten Angst davor macht, dass er sie alle aufhängt, wenn sie sich nicht so verhalten, wie er das möchte, sondern das ist normal in unserer Gesellschaft, dass wir einander Angst machen. Also da gibt es Unternehmen, die verkaufen sogenannte Faltencremes. Ja, und dann sieht man die Werbung und die hat eine Botschaft. Und die heißt, wenn du diese Creme nicht nimmst, liebe Frau, mittleren Alters, dann siehst du bald aus wie eine schrumpelige Alte. Das ist eine angstmachende Botschaft. Und die Angst kann man dadurch loswerden, dass man sich diese Creme kauft und draufschmiert. Das heißt, es wird Angst gemacht, damit man ein Produkt verkaufen kann. Das ist natürlich blöd. Das heißt, was da gemacht wird, ist man Instrument. Es gibt Leute, die sehr gerne die Angst benutzen, die Angst instrumentalisieren, damit sie ihre Interessen durchsetzen. Und das muss man mal verstanden haben, weil dann merkt man plötzlich auch, wie oft das passiert. Also
Wenn ich nicht das richtige Haarwasser nehme, fallen mir die Haare aus. Wenn ich mir nicht regelmäßig die Zähne putze, kriege ich Karies, dann fallen die ganzen Zähne raus. Eltern, die dem Kind sagen, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, kriegst du schlechte Zensuren, dann wird aus dir nichts. Da kriegt man ja einen, der sich dann nur deshalb anstrengt, damit er aus dieser Angst rauskommt, dass aus ihm nichts wird. Das sind alles Prophezeiungen, angstmachende Prophezeiungen, die Menschen gefügig machen sollen. Das zu tun, was man gerne von ihnen hätte. Das ist sozusagen die schlimmste Form der Verführung, weil die machen das dann ja freiwillig. Wenn ich denen richtig Angst mache, dann kommen die angelaufen und wünschen sich das, dass das endlich verteilt wird und dass sie das endlich tun dürfen, was sie von dieser Angst erlöst, was ich denen vorher aber erst versprochen habe. Also wenn du nicht regelmäßig in die Kirche kommst, kommst du ins Fegefeuer. Ja, gruselig. Aber die Botschaft heißt, komm doch in die Kirche und dann kommst du nicht ins Fegefeuer, kommst in den Himmel. So, das ist also so alt wie die Menschheit, diese Angstmacherei. Und jetzt kommt das Tolle, jetzt sind wir das erste Mal in der Menschheitsgeschichte in der Lage, das zu durchschauen. Das konnten Menschen vor uns nicht so gut. Und die hatten auch nicht so viele Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Die waren meistens so abhängig von diesen Angstmachern, dass die bereit waren, alles zu tun, nur um nicht ins Fegefeuer zu müssen oder um irgendwie was zu bekommen, wovon sie gehofft haben, dass es sie glücklich macht. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns alle nochmal fragen, wie oft wir aus dem Floh fallen, nur weil uns irgendjemand wieder mal ein Floh ins Ohr gesetzt hat, dass irgendetwas gefährlich sei. Also eine Vorstellung. Und geht schneller, als man denkt. Also wenn du diese Deadline nicht rechtzeitig schaffst, ist hier, dann bist du nicht, dann performst du nicht gut genug. Dann müssen wir einen anderen Mitarbeiter suchen. Toll, großartig. Der schafft seine Deadline, aber es ist eigentlich... Was er macht, ist, er bewältigt die Angst, indem er sich anstrengt. Das sind keine Performer, solche Leute, die einfach nur versuchen, aus ihrer Angst rauszukommen, indem sie alles erfüllen, was der Angstmacher will. Kommt nichts Gutes dabei raus. Und dann ist natürlich die Frage auf einmal ganz anders. Da heißt die Frage ja gar nicht, finden wir eine Bewältigungsstrategie für die Angst? Wie wir es ja vorhin aufgezählt haben, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen also in die eigenen Kompetenzen, Vertrauen, dass es gemeinsam mit anderen geht oder dass man in dieser Welt gehalten ist, das wäre gar nicht mehr die Frage. Die Frage heißt, wie können wir prüfen, ob eine Vorstellung, also eine Prophezeiung, die da irgendjemand über uns ausschüttet, ob die stimmt oder nicht. Wenn wir das prüfen können, wäre es schon mal relativ gut, weil wir dann uns selbst sagen können, ob es berechtigt ist, diese Vorstellung überhaupt ernst zu nehmen und sich dann auch so zu verhalten, wie derjenige, der uns Angst macht, sich das wünscht. Und da haben wir bisher immer gedacht, es ginge, indem man diese Vorstellung auf ihren Wahrheitsgehalt prüft. So, nun ist das aber eine Prophezeiung, die liegt in der Zukunft. Wenn du dir die Zähne nicht putzt, wird aus dir nichts. Wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, wenn du die Faltencreme nicht nimmst, so, das liegt alles in der Zukunft. Und das, was in der Zukunft liegt, kann man nicht überprüfen. Also da nützt einem jetzt der Versuch, das prüfen zu wollen, nichts. Das sind Geschehnisse, die wollen sich erst noch ereignen. Und ob die dann eintreffen oder nicht, keine Ahnung, da kann man ewig drüber streiten, ob das wahr ist oder nicht. Und da gibt's auch immer welche, die sich nie die Zähne geputzt haben und trotzdem keine Löcher gekriegt haben. Und deshalb braucht man irgendein anderes Herangehen an diese angstmachenden Botschaften, also an diejenigen, die uns mit Angst dazu bringen wollen, uns so zu verhalten, wie die sich das wünschen. Und da ist der Tipp, den ich da hätte. Also ich gebe ja nicht gerne Ratschläge, aber was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist dann, dass ich nicht frage, ob die Prophezeiung stimmt, die mir da gemacht wird. Also ob das wahr ist und zutreffend. Das kann ich eh nicht prüfen. Aber was ich machen kann mich fragen, warum sagt er das?
Ich kann diese Person, die mir Angst machen will, fragen, ist okay, aber warum sagst du das? Warum sagst du mir, wenn ich nicht deine Regeln und Vorschriften einhalte, dass ich dann ins Unglück renne? Warum sagst du das? Und dann muss der sagen, dass er wird dann immer was anderes sagen. Er wird dann sagen, weil ich es gut mit dir meine. So, aber du kannst doch nicht gut mit mir meinen, wenn du mir Angst machst. Du weißt doch, was die Angst alles für Wirkung hat. Das ist doch nicht wohlmeinend, wenn du mir Angst machst. Und dann wird er sagen, ich mache das, weil ich das für meine Pflicht halte. So. Und dann, sag mal, dann ist es dir wichtiger, deine Pflicht zu erfüllen, als, und machst mir lieber Angst, nur damit du deine Pflicht erfüllst, obwohl du weißt, dass diese Angst gar nicht gut für mich ist. Und wenn man dann so weiterfragt, dann kriegt man raus, warum der das macht. Und das ist dann immer am Ende ein Bekenntnis, dass er es deshalb macht, weil er davon überzeugt ist, dass das richtig ist, weil er es selber so macht. Also nehmen wir die Mutter, die jetzt ihrem Sohn sagt, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, dann wird aus dir nichts. Jetzt fragt der Sohn, Mama, warum sagst du mir das? Weil ich dich lieb habe, weil ich möchte, dass du ein glückliches Leben hast. Ja, du machst mir doch aber kein glückliches Leben, indem du mir jetzt hier Angst machst. Und du weißt doch genau, dass man mit Angst nicht richtig lernen kann. Ja, ich möchte aber nicht, dass du scheiterst. Und dann muss man sagen, ja, warum soll ich denn scheitern, wenn ich in der Schule schlechte Zensuren habe? Und dann kommt es. Dann sagt sie, weil ich aus meinem Leben weiß, dass man ohne gute Abschlusszensuren in der Schule keine Chancen hat. So, das heißt, die hat eine eigene Überzeugung und die hat Angst, dass, wenn der Sohn kein ordentliches Abitur macht, er scheitern wird. Das heißt, in Wirklichkeit hat sie Angst, dass ihr eigenes Weltbild nicht verwirklicht werden könnte in dem Sohn. Und dann überträgt sie ihre Angst, indem sie dem Sohn auch Angst macht. Ergebnis davon, der verliert seine Freude am Lernen, macht vielleicht ein gutes Abitur, aber dann wird wirklich aus ihm eben doch nichts. Und deshalb ist das so interessant, nochmal die Frage zu stellen, warum wir uns alle gegenseitig Angst machen. Und es ist auch gar nicht so banal. Das hat mich am Anfang auch selber ein bisschen erschrocken, dass in unserem Kulturkreis unglaublich verbreitete Angelegenheit ist. Also wenn man Dinge verkaufen will, die andere nicht gebrauchen können, muss man ihnen Angst machen, dass das dann nicht geht. Also Versicherungen zum Beispiel. Man kann ja nur eine Versicherung verkaufen, indem man dem, der die Versicherung dann kaufen soll, auch eindeutig erklärt, was alles eintritt an gefährlichen Dingen, wenn er die Versicherung nicht hat. Und dann, damit stabilisiert man auch nicht nur diese Versicherung, sondern das ganze Versicherungswesen, wenn sich Menschen auf diese Ängste einlassen. Und dann wünschen die sich, dass alles versichert wird, wie hier in der Schweiz so. Dann hätte man überall auch gerne Kontrolle, dass also bloß nichts passiert. Dann wünscht man sich Sicherheit. Und wer hat denn das größte Interesse, dass Menschen sich Sicherheit wünschen, vor allen Dingen, jetzt nehmen wir ein konkretes Beispiel, dass ihnen ihr Eigentum nicht geklaut wird und keiner in ihre Wohnung einbricht und dort die ganzen Schätze davon trägt. Das klar, der das meiste Interesse daran hat, der wird diese Angst am meisten schüren. Und das ist dann derjenige, der solche Gerätschaften herstellt. Warnsysteme, Sicherheitssysteme. Das heißt, damit der ein ordentliches Geschäft machen kann, muss der möglichst viel Angst machen. Also, wenn jetzt die Polizei zum Beispiel das Gefühl hätte, dass sie nicht mehr richtig wertgeschätzt wird in der Bevölkerung und dass man immer häufiger die Frage stellt, wozu brauchen wir denn immer noch diese vielen Polizisten? Was soll die Polizei machen? Dann muss die einfach gucken, dass sie in der Öffentlichkeit deutlich macht, wie gefährlich das Leben ist ohne Polizei. Und dass die Anzahl der Kriminaltaten und der Einbrechen, der Verbrechen auch immer steigt und dass die auch immer gefährlicher werden. Und dann sagt die Bevölkerung, okay, dann ist in Ordnung, dann soll auch die Polizei sozusagen verstärkt werden. Ne? Und noch schlimmer beim Militär. Also wie will man denn Militärausgaben rechtfertigen, wenn man den Leuten nicht hinreichend viel Angst macht vor der großen Bedrohung durch die Russen oder Amerikaner oder durch wen auch immer. Also macht man Angst und macht die Leute damit gefügig. Mit anderen Worten, man
macht sie mundtot, weil sie dann der Meinung sind, das ist ja in Ordnung. Und dann sind sie sogar dafür, dass da der Militäretat weiter erhöht wird und man das hier aufstockt und dem auch mehr Einfluss und Macht gibt. Wunderbar. Das sind alles ganz alltägliche Strategien. Ein Arzt, was wäre denn, wenn ein Arzt feststellt, dass immer mehr Patienten irgendwie anfangen zu verstehen, dass alle Heilungsprozesse Selbstheilungsprozesse sind. Und dass das Wichtigste, was sie machen müssen, dafür sorgen, dass diese Selbstheilungsprozesse gut funktionieren. Dann würden die ja nicht dauernd zum Arzt rennen, sondern dann würden sie erstmal gucken, was sie in ihrem Leben verändern könnten, damit so ein Selbstheilungsprozess funktioniert. Mit dem Ergebnis, dass dann immer weniger Leute im Krankenhaus ankommen, weil die sich selber helfen und Wissen nutzen, was dann normalerweise eben in der Gesellschaft schon längst verloren gegangen ist. Ja, und was muss dann das Gesundheitswesen tun, was darauf angewiesen ist, dass diese Krankenhäuser immer voll sind und die Ärzte auch ihre Sprechzimmer immer voll haben? Die müssen sozusagen nochmal der Bevölkerung sehr deutlich machen, wie gefährlich manche Krankheiten sind. Also nehmen wir so einen, der Hüftgelenke transplantiert. Und dann kommen immer mehr Leute drauf, dass in Deutschland so viele Hüftgelenke transplantiert werden, dass da irgendwas nicht dran sein kann und dass andere Länder es anders versuchen, mit Vorsorge und anderen Methoden, dass man solche Hüftgelenkstransplantationen vermeidet. Und stellen wir uns vor, dass in Deutschland plötzlich die Hälfte der Leute sagt, ich will keine neue Hüfte, ich will lieber Reha und vielleicht auch Übungen und vielleicht gibt es auch neue Methoden, nebenbei, die gibt es ja auch, um so arthritische Prozesse auch wieder anzuhalten oder gar rückgängig zu machen. Und dann machen die das alle und was macht denn dann der Hersteller von den Hüftgelenken? Er sucht sich eine Werbefirma und macht eine Werbeaktion. Wie gefährlich das ist, wenn man nicht rechtzeitig sich die Hüfte austauschen lässt. Zack. Durch das Schüren von Angst macht man sein Geschäft. Und das muss man durchschaut haben. Weil man sich sonst ständig in diese Angst jagen lässt. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir inzwischen eine Gesellschaft geworden, in der das ständig passiert. Ständig ist irgendeiner da, der uns sagt, was alles passiert, wenn wir jetzt nicht gleich das und das machen oder uns das und das kaufen oder diese oder jene Verhaltensweisen einhalten. Und das Ergebnis davon ist, dass man kaum noch Zeit hat. Also keine Zeit mehr zum Spielen, weil man ständig mit Vorsorge und irgendwelchen Dingen beschäftigt ist, um diese Angst loszuwerden. Und wer nicht mehr in Ruhe spielen kann, der hat auch keinen Flow mehr. Wie soll der sich so fallen lassen, dass es einfach nur mal so fließt, dass es sich ganz verbindet? Das dauert irgendwie nicht allzu lange, dann kommt wieder irgendeiner und sagt ihm, wie gefährlich das ist. Und was noch alles gefährlich ist und was er noch alles machen muss, damit er keine Angst haben braucht. Und damit reißen wir uns eigentlich ständig gegenseitig aus diesen wunderbaren Zuständen, in denen wir einfach mal ganz unbekümmert, angstfrei und ohne irgendwelche Belastung, auch ohne Druck, uns dem einfach nur hingeben können, was wir da gerade tun. Und das wäre das, was ich euch allen wünsche, die da jetzt mit dir dabei sind. Also zu gucken, nicht Angst davor zu haben, dass die Angst etwas Gefährliches sein könnte, sondern liebevoll die Angst in den Arm nehmen, sagen, okay, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass ich mich verirrt habe. Aber wenn sich dann das, was man da liebevoll in den Arm nehmen will, als etwas herausstellt, was gar keine richtige Angst ist, sondern nur die Vorstellung davon, was alles passieren könnte, wenn, dann sollte man diesen Kumpel nochmal nehmen und sich angucken und sagen, hey, warum kommst du mir hier mit dieser Vorstellung angelaufen? Warum willst du mir Angst machen? Und dann merkt man plötzlich, da kann man eine ganze Menge loswerden. Das ist wie ein Befreiungsakt. Und das hat ja auch Janis Joplin schon gesungen. Also man müsste sich von den Vorstellungen befreien, die man hat. Und ganz besonders von diesen vielen angstmachenden Vorstellungen, die in die Welt gekommen sind und immer wieder neu in die Welt gebracht werden. Weil es immer wieder Menschen gibt, die aus mir nicht verständlichen Gründen doch sehr leicht zu diesem Mittel greifen, dass sie anderen Angst machen
um ihre eigenen Absichten und Ziele zu verwirklichen. Ich drücke euch allen die Daumen, dass euch das gelingt. Jemand zu werden, der nicht mehr auf die Vorstellung anderer Leute hereinfällt. Also das hat was mit dem Rattenfänger zu tun. Dass man sich nicht von den Rattenfängern, die mit der Angst arbeiten, einfangen lässt. Alles Gute und bleibt im Flow. Thank you.